Ja, irgendwie generell, so die Konstellation ist mega weird irgendwie, finde ich. Ja. Die Captain-Frau ist irgendwie total genervt nur, seit Anfang an. Der eine Bruder ist mega dumm. Das Ehepaar nervt eigentlich schon voll. Und der Bruder ist einfach nur unsicher. Ja. Also es gibt jetzt keinen, der sagt, oh Scheiße. Bruder. Ich bin Conrad, by the way. Ich bin erschrocken. Oh shit. Oh shit. Ah, hier unsere. Das sind die Leute vom Boot, die vorhin da waren. Die Fischer? Ja. Meinen das vielleicht doch keine Fischer? Nee. War, hast du mich angelogen? Ich wusste das ja nicht. Mhm. Just do it. Ich hätte, wenn du die Chance gehabt hättest, hätte ich sie entknebelt. Echt? Ja, weil er ist dumm. Er redet bestimmt gleich wieder dumme Scheiße. Nee, aber so haben wir dann andere, so kommen wir an sie. Ich hätte eben auch entscheiden können, ob ich dich oder sie nehme. Ah. Wir haben nicht miteinander geredet, um was zu planen. Ja, es war bad. Ah, Kacke. das war nicht so smart. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden. Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Gibt's auch gute Neuigkeiten? Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Wir müssen uns befreien, sofort. Keine Chance. Oh, Scheiße. Scheiße, Pia. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, es ist auch irgendwie unangenehm. Die ist so antikooperativ. Bist du oben? Nee, ich bin unten. Ich bin ausgewichen. Nein, ich hab's verkackt. Tut mir leid. Ich hätte helfen können. Ach, Pia. Das hätte es aber vielleicht auch schlimmer gemacht. Das
war nicht so gut, dass er mit hochgekommen ist. Bist du oben? Nee. Okay. Was geht da vor? Was siehst du? Scheiße. Oh Gott, Julia. Sie schlagen Conrad zusammen. Wir müssen schnell hier raus. Worüber reden Sie da? Wen kümmert das? Ich werde die alle umbringen. Wir können sie nicht blind angreifen. Wir brauchen einen Plan, bei dem wir sie alle kriegen. Ich mute mich mal, ne? Wenn ich unten bin. Als allererstes. Genau deswegen. Nur deswegen. Julia, sie kommt zurück. Oh Himmel, Conrad. Er ist unten, ja. Ja, ob du unten bist? Ich bin unten, ja. Okay. Halt, Alex! Aufhören, lass sie los! Alex. Ihr Bastard! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Stimmt, der ist weg, ne? Vielleicht sollte ich dich einfach mal aufschneiden. Ich. Also befreien. Aufschneiden. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Ah, du hast ein Messer. Nee, so eine Nagelschere. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Ich verstehe die Aktion nicht, dass sie immer einen hochbringen. Nein, verdammter Mist! Ein Sinn befragen, um die Moral zu senken. Hey, hey! Was machen sie nicht? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut, schon gut. Ringe kann man neu kaufen. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Einen Finger nicht, also lieber den Ring hergeben als den Finger. Weisheiten mit Pia! Yay! Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot, nehmen wir das doch. Ja, das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Gehen wir strategisch vor. Wir können sie überraschen, da ausschalten. Überraschen wir sie. Nehmen die Knarre. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Oh. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greife sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay?
dann los jetzt. Lass uns nicht hier? Ich weiß nicht. Also nicht hier sterben wahrscheinlich. Eins, zwei, drei. Hätten wir das nicht während dem Blitz machen sollen? Ja, deswegen habe ich eigentlich kurz gezögert, weil ich das nicht stimmt. Ja, ich war dumm. Ich hab zu schnell. Das war mein Fehler. Scheint nicht bemerkt. Oh nein, ich habe Herzschlag. Hast du verkackt? Nee. Nicht mehr! Ich soll dir wohl wehtun. Was? Bleib hinten! Halt die Augen. Ich hab nicht verkackt, nee. Ich hab ne Geisel. Okay. Du hast eine Geisel? Unten, ja. Oder was? Ich komm grad hoch. Ich hab nicht auch eine Geisel. Was? Ja. So, jetzt hat er nämlich ein Problem hier, der Chef. Schnapp sie! Denk nach, was du tust, Bursche. Hört ihn. Geh aufs Boot! Hol Hilfe! Los! Das Kind will mich umbringen, also. Ich glaube, ihm ist das egal, ne? Oh. Ach, Scheiße. Das war nicht so smart. Was ist los? Jetzt! Alex, das ist verrückt! Scheiße. Runter von unserem Boot. Euer Boot. Ich bin jetzt der Captain. Mach die Arschlöcher fertig. Ich weiß auch nicht, warum sie mit hochgegangen ist. Was macht denn die Captain-Frau die ganze Zeit? Los! Ja, wollte schon sagen. Wieso hat denn keiner was von uns? Übelste Lappen! Das ist deine Schuld! Ist sie tot? Ganz allein jo. Deine Schuld! Scheiße! Tot. Das ist richtig ätzend, ey. Benutze sie, falls nötig. Wir haben einfach zwei Geiseln und unsere Charaktere kriegen nichts geschissen. Ja, ist mega. Mega wack. Setz euch! Ich weiß nicht, warum sie die nicht einfach erstochen haben. Also, ja, das ergibt halt gar keinen Sinn. Jetzt. Nee, das hat auch nichts damit zu tun. Also. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Boah, das nervt mich richtig, dass wir jetzt so einen Charakter verloren haben. Ossan, komm her. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Ist okay? Oh! Ich bin da. Sie ist nicht tot. Alles wird gut, JJ. Nice. Krass, sie ist nicht tot. Sie hat nur einen Streifschuss. Ich dachte, die wäre weg. Wie konnten wir nur so dumm sein? Und dabei haben wir noch Glück gehabt. Ich könnte tot sein. Was hast du dir gedacht? Was ist hier jetzt so? Ich hätte nicht gedacht, dass er schießt. Okay, jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dem kommt Blut aus der Nase. Dann aber leise.
Oh, ich muss mal ganz kurz nochmal pausieren. Komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, halte den Mund. Also bitte. Oh, Scheiße! Hast du es verkackt? Sitzen bleiben, alle. Und bei mir stand S. Und dann auf einmal hat es sich geändert. Wahrscheinlich, weil du gerade mit der Tastatur was hattest. Komm jetzt mit. Kann sein. Nö. Ich renn nicht mit dir. Aber bitte, nimm die Waffe runter. Sie macht uns alle nervös, okay, und nervöse Menschen tun dumme Dinge. Du willst doch kein Blut an deinen Händen. Was zum Teufel geht hier vor, Alex? Julia, bist du okay? Ja, mir geht's gut, aber anscheinend ist sonst gar nichts gut. Und? Was willst du? Hör mal. Ich weiß, es lief für euch aus dem Ruder, aber... Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, Pia. Das kann doch nicht normal sein, oder? Ich habe unten eine Sequenz. Für mich ist gerade schwierig. Ja, warte, was? Sieht. Brauch nur Geld. Aber mein Bruder hat ein Auge auf das Gold geworfen. Nö. Ich renne nicht mit dir. Hey. Das reicht. Kein Gerede. Das ist kein Spaß. Spaß stelle ich mir anders vor. Oh, nein! Oh Gott. Ich habe mich selbst ausgenockt. Wen hast du ausgemacht? Ich habe mich selbst ausgenockt. Nice. Der ist ein bisschen windig gerade. Du blöder Idiot, wir ersticken noch alle! Hör mal. Aus hier! Mein Bruder. Ja, der ist weg, ne? Arbeit, kümmerst dich nur um dich selbst. Tolle Arbeit, Fliss. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Ich weiß nicht, wo er ist. Okay, behalt's für dich. Das könnte uns hier raushelfen. Brad bleibt versteckt. Besser nach unten als bei diesen Psychos. Oh ja, Gott, er stirbt vielleicht. Brad ist schon groß. Er kommt klar. Und es ist sicher besser für uns, wenn er dort bleibt. Ich weiß nicht, ob das besser ist bei dem Wasser gerade. Oh shit. Die Geschwindigkeit für den Zack. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Ah, es ging gerade darum, dass Brad unten versteckt ist oder was. Und wir hätten es ihnen sagen können, damit er nicht unten bleibt. Oh, Scheiße. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch Kurator anders kommen können. Ja. Ich stehe so unter Stress. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht.
gespannt? Es herrscht Konsens. Sie machen das allein, unabhängig, vorbildlich, womöglich dumm. Hast du genommen? Wir werden schon noch sehen. Konsens, wir haben beide gesagt, wir wollen es nicht wissen. Okay. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Nein. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Laufen. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Guter Stoff. Für mich ist das halbblind. Also ich kann mich ein bisschen daran erinnern, in etwa, dass es halt, also worum es in etwa ging, aber... Ey, ich will da nicht rein. So weird, dass das Schiff auf einmal über Wasser ist. Junior. Ja. Retire la tête d'animal. Mir wurde gerade gefragt, das Spiel Geld kostet. Ja. Aber, hä? Was ist das? Das ist Teil für den Motor, damit das Schiff starten kann. Ohne das startet der Motor nicht. Wasser ist auch nass, ja. Verteilerkappe, hat mein Chat gerade geschrieben. Danke, Chat. Bei mir schreibt einer Kronkorken. Der Kronkorken vom Schiff. Oh mein Gott. Nö, echt nicht. Los, beweg dich. Lebt jetzt mein kleiner Bruder noch, oder? Bestimmt ist er nachher so ein krasser Geist. Ich bin übrigens Julia. Okay, ich bin der Idiot. Lebt. Aber alle, da drüben. Sag mal, wie alt ist eigentlich Kalle? Älter als 3? Wieso? Hat im Chat gefragt jemand. Ob ich älter als 3 bin? Nein, wie alt du bist. Ich habe gesagt, du bist älter als 3. Achso. Das stimmt. Ja, ich will mir gerade was angucken und es wurde mir aus der Hand geschlagen. Los, Mann! Griffel weg! Also 4, genau. Oh no. Was habe ich verloren? Was hast du verloren? Ich habe was verloren. Ich habe irgendwas verloren. Keine Ahnung was. Achso, ich bin genau hinter dir. Eieieiei. Hier war's. Nein. Hast du dich vor der Hand erschrocken oder vor mir? Vor der Hand. Okay. Sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Stehen echt alle Haare zu Berge. Pourquoi vous n'êtes pas ici? Je préférerais être n'importe où ici. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Fermez là. On continue. Okay. Wir wollen auch nicht hier sein. Aber dir ist irgendwas. Los! Ja, das ist ein T-Shirt, auf dem Miller draufsteht. Glaube ich nicht. Gut, dann guckst du ihn nochmal an. Kannst du mir nicht angucken. Dann musst du mir glauben. Dann kann ich es mir nicht angucken. Läufst in Space, Digga. Oh, Scheiße! Eieiei, Ratte! Oh, was ist bei dir? Ratte! Oh, shit. Ich würde da halt auch nicht barfuß durchlaufen wollen.
Nee. Ich hab einen Zettel gefunden mal wieder. Darfst du den anschauen diesmal? Office. Internes Memo. 14. Armeedivision, 17.05. TSE. Was heißt TSE? No. Ist irgendeine Zeitangabe, glaube ich, oder? So wie mitteleuropäischer Zeit, nur... Keine Ahnung. Okay, sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Er ist ja komischerweise immer, wenn er Dienst im Frachtraum 3A hat. Antritt um 2400. Siehe Dienstplan. William P. Ford. Kopie an QM AMS. Und auf der Rückseite steht noch was. Schon wieder? Das ist das dritte Mal in dieser Woche. Keiner von uns ist gern da unten. Vielleicht sollte Patterson sich mal zusammenreißen. Nicht meckern, machen. Ich habe das eingestellt. Okay. Ah, super. Okay, ihr alle in den Raum. Ich bin richtig scharf drauf, auf so einem alten, toten Kahn eingesperrt zu werden. Mhm. Hey, es ist dunkel hier drin. Da ist doch eine Lampe vor dir. Oh. Ja. Danke. Wie verwundert er war. Trotz allem ist sie nützlich. Mhm. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Kommt noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Hast du auch ein Buch drüber? TSE ist übrigens technische Sicherheitseinrichtung. Sei doch kein Clown, Conrad. Das ist ernst. Danke. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Wir müssen zurück zum Boot und Brad finden. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Warum schließen wir ihn... nicht kurz oder so? Verteilerkappen kann man nicht überbrücken, okay? Diese Arschlöcher wissen genau, was sie tun. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Ich habe Angst, dass wir meinen Bruder schon getötet haben. Ich habe schon wieder einen Zettel gefunden. Ich will nicht der Duschbag sein. Soll ich vorlesen? Gerne. Holland J. Rivera, Apartment 2, 275 Lockwood Drive, Prescott Springs, Cincinnati. Ich glaube, es ist Cincinnati, ne? Mhm. Cincinnati, Kentucky, 41.027. Stand da was im Kleingedruckten? Was reden die? Gibt das eine Rechnung mit Einzelposten für all die, Extras? Ja, Entführung 750 pro Kopf, Extrazahl 350 pro Stunde. Eure dämlichen Streitereien ertragen... Darauf komme ich noch zurück. Immerhin berechnest du uns nicht den Schaden am Boot. Jetzt schon. Hallo, meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch drei Monate, bis ich zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich. Bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit dem anderen Jungs Landgang? Okay. Achso, das heißt vom Boot gehen wahrscheinlich. Ja, ne? Das heißt, dass du an Land gehen darfst. Ja, wir haben ein paar Bier getrunken.
Wir haben eine paar Bier getrunken. Ich habe nichts getan. Ich habe nur eine paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Genau. Dieser Typ Miller hatte richtig Angst. Geh noch weiter. Beim Wachdienst in den Laderäumen habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da eine Gestalt herumschleichen sehen, aber ich trage dich immer bei mir, deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir. Dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und zwei Kinder bekommen. Wir werden für immer zusammen sein. In Liebe, Miller X. Also wir haben von Miller die Uniform gesehen und der Dude, der in dem Rettungskapsel, in diesem Dingsterbums da war, hatte das Bild von einer Frau auf der Hand. Oh. Also vielleicht haben die, also der hatte ja diese Kette und da war das Bild drinnen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht versucht hat, die zu evakuieren und dass das Flugzeug dann abgestürzt ist und er dann darin verunglückt ist. Also so würde ich das jetzt mir zusammenreimen. Ich habe hier noch eine Brille, die sehr sauber ist und noch voll gut aussieht. Warum ist es wohl abgerissen? Bestimmt wurde? Von Apollo. Ja. Oh, das ist ein Bild von einem Hund. Und da wurde irgendwas runtergerissen. Ich würde mir das auch gerne mal angucken. Ja, ich bin schon weg. Da. Guck's dir gerne selber an. Mach ich. Was da wohl passiert ist? Dann das. Oh, hier ist ein Schacht. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Charmant. Ich hab einen Gang gefunden. Geil. Komm schon. Fuck. Kannst du hier einen Schritt zur Seite gehen? Nee. Hier ist halt dieser Stuhl. Ja, was ist damit? Der leuchtet. Irgendwas kann man damit machen. Ich kann auch noch mal rausgucken, glaube ich. Ah, jetzt. Ah, ich habe so eine Zeitung gefunden. Komm und schau mal. American Overseas, Bandenmord, Mord von 1947, Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im Zagros-Gebirge im Irak verschwunden. Die Hodgson-Expedition traf letzten September in dem Königreich ein und war nach einigen Angaben den Relikten, oh mein Gott. Das ist ein Hinweis auf den dritten Teil. Ja, House of Ashes. Oh, das ist ein Hinweis auf House of Ashes. Ist das geil. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey, hierher. Das ist ein cooles Easter Egg. Ja. Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Wow, wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Na. Wo wir auch landen, es kann nur besser werden. Richtig. Das ist das erste Schlaue, was er gesagt hat. Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Sie ist voll der Boss. Ja. Hau sie einfach um. Hey, ja, ihr, Long John Silver und so. Was macht ihr denn da draußen?
Achterstücke und eine Pulle voll rum, die einbeinigen Hackfressen. Ja, ja, hier, ich reiß euch die Rattenpapageien von den Schultern und zerschnapp sie zu Regenbogen, Alter. Hey, hey. Ich warne euch. Ich bin Amerikaner. Wollt ihr, dass mein Präsident euch hier ab? Das wird er nämlich. Euch alle, persönlich. Ja. Nice. Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir. Hallo. Ich kann das. Mal provozieren. Beeilung! Ihr Rabatt.